eine ungewöhnliche Trainingsgruppe für Grün-Weiß-Schwerin-Handballtrainer Tilo Labs. Am Mittwoch begrüßte der Damen-Cheftrainer die Paten der Aktion Herzenssache. Insgesamt 6 Teams sind in diesem Jahr am Start, lernen jeden Monat eine neue Sportart kennen. In der Sporthalle Reiferbahn natürlich Handball. Mit dabei Vertreter der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, von Helios, Sportler oder auch Lehrerinnen und Schulleiterinnen. Der Spaß war ihnen anzumerken. Normalerweise hat Tilo Labs mit ausgebildeten Handballerinnen zu tun. Auf das Laientraining konnte er sich dennoch problemlos vorbereiten. Ach, an sich ist es gar nicht so schwer, weil man guckt, was sind so die Basics im Handball, was könnte den Leuten Spaß machen, wozu kommen die in die Halle, einfach mal einen Ball prellen, mal aufs Tor werfen, einen Torhüter haben wir dann auch da, mal einen Meter werfen, vielleicht mal einen Gegenstoß laufen und einfach mal ein bisschen die Komplexität des Handballs kennenlernen. Also eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Die Paten sind bei der Aktion Herzenssache die Vorbilder für 250 Kinder, die am Schuljahresanfang einige Sporttests absolviert haben und über das Schuljahr versuchen, sich in diesen kleinen Übungen zu verbessern. Ziel der Aktion ist es unter anderem, Kinder an das Sporttreiben heranzuführen. Der Handballsport eignet sich hierfür besonders gut. Handball bringt unheimlich viel mit. Also mal von der Bewegung abgesehen, also es ist ein unheimlich intensiver Bewegungssport. Man hat unheimlich viele Charaktereigenschaften, die durch den Handball geprägt werden. Also weil es einfach ein super geiler Teamsport ist und man dort wirklich als Kind sehr viel Erfahrung mitnehmen kann in alle Lebensbereiche. Mehr als 500 Mitglieder betreiben bei Grün-Weiß-Schwerin Sport, die meisten natürlich Handball. Für die Paten der Aktion Herzenssache geht der Sportmarathon auch im Jahr 2017 weiter. Als nächstes stehen Trainingseinheiten in Leichtathletik und Volleyball auf dem Programm.